Liebe Maria, du bist für Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag und arbeitest im Bereich der Gesundheitspolitik. Was ist deine Aufgabe? Was ist dein Schwerpunkt? Ich bin im Gesundheitsausschuss und bearbeite da die Themen Prävention, Gesundheitsförderung, Patientenrechte und Psychiatrie. Das heißt im Wesentlichen die sozialen Aspekte von Gesundheit und die gemeindenahen Aspekte von Gesundheit. Und das ist natürlich ganz spannend für mich, wo ich aus der Kommunalpolitik und aus der Landtagspolitik komme und sehr gut auch weiß, wie groß eigentlich die Defizite sind, gerade in der Versorgung von Menschen mit sozialer Benachteiligung beispielsweise. Und da will ich schon mithelfen, dass man es schafft, dass soziale Lage und Gesundheitsvorsorge zusammengehen, dass es nicht genauso wie in der Bildung so ist, dass gerade diejenigen, die wenig haben, auch gleichzeitig schlechter versorgt sind.